Hallo zusammen, heute gibt es ein neues First Impression Video und deswegen bin ich natürlich wieder ungeschminkt, habe meinen Haarreif auf, damit nichts in die Haare geht und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe nur bis jetzt einen Primer verwendet und dann fangen wir direkt mit dem ersten Produkt an, was ich hier neu bei mir habe, was ich noch nicht getestet habe, beziehungsweise testen wir gleich zwei Dinge. Und zwar eine Foundation von Maybelline, die Superstay 24 Full Coverage Foundation. So sieht die einmal aus. Ich denke, von der Farbe würde die passen. Wenn ich jetzt ganz hell wäre und Winter wäre, würde die, glaube ich, nicht passen. Aber jetzt, denke ich, würde das ganz gut hinhauen. Und dann habe ich hier noch, das war, glaube ich, mal in der Look Fantastic Box, wenn ich mich nicht täusche, hier so ein Style London. Das ist wie diese Schuhbürsten, wisst ihr, diese Pinsel hier, die man... Wo man das so mit verteilen kann, ich werde, denke ich, auf einer Seite das damit verteilen und auf einer Seite mit dem Beauty Blender, damit ich die Foundation auch ohne diesen Pinsel bewerten kann. So, ich trage jetzt einfach mal die Foundation auf meinem Handrücken auf. Ja, ich glaube, die Farbe sieht ganz gut soweit aus. Und gehe jetzt einfach mal mit dem Pinsel da erstmal rein. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Ich verteile das die ganze Zeit immer nur so hin und her, total streifig und weiß ich nicht. Irgendwie schiebe ich das nur so hin und her und man sieht ständig, wo ich es lang geschoben habe. Versteht ihr das? Also es arbeitet nicht ein. Ich verschiebe es einfach nur die ganze Zeit. Man sieht, dass es so richtig streifig ist. Ich hoffe, es kommt in der Kamera rüber. Es ist hier schon wieder so blöd mit dem Licht, dass da wieder so hell ist. Und hier habe ich zwar meine Lichtbox, aber irgendwie... Auf jeden Fall dauert das ewig, glaube ich, bis man das perfekt hat. Beziehungsweise geht das, glaube ich, gar nicht perfekt mit diesem Ding. Also finde ich... Ganz ehrlich kann ich jetzt schon direkt sagen, finde ich richtig, richtig schlecht. Das werde ich sofort aussortieren. Das geht gar nicht. Also damit werde ich jetzt nicht weiterarbeiten. Das ist für mich ein übelster Flop. Ich habe da einen anderen von, der ist eindeutig besser. Ich glaube, der war von Ebelin. Auch nicht mein Favorit. Ich benutze einfach am liebsten Beauty Blender. Ich finde das am natürlichsten, geht am schnellsten. Und das hier, ich habe das Gefühl, ich habe in der Zeit schon wieder alles abgenommen damit. Deswegen lasse ich das sein und arbeite gleich mit dem Beauty Blender weiter, weil, ja, Riesenflop. Und hier mit dem Beauty Blender, ihr seht, es geht super, super schnell. Einfach ein bisschen auftupfen, einarbeiten. Es nimmt auch immer das überschüssige Produkt, finde ich, geht immer in den Schwamm so. Also, dass man nie zu viel auf der Haut habt, versteht ihr? Das finde ich super, super gut und ich arbeite eigentlich nur mit dem Beauty Blender, auch nur mit dem Originalen, weil ich hatte auch den von Real Techniques. Wenn man den anderen nicht kennt, den Beauty Blender, finde ich persönlich den gut, aber ich persönlich liebe den Beauty Blender und der ist mir auch die 20 Euro wert, beziehungsweise ich habe den irgendwo für 15 bekommen, da hatte ich mir gleich drei bestellt, ich habe noch zwei andere jetzt als Backup. Und das ist es mir auf jeden Fall wert. Also definitiv. Guckt, das geht super flott. Ich gehe noch ein bisschen den Hals entlang. Die Foundation sieht gut aus, finde ich. Also lässt sich jetzt so gut einarbeiten, nicht so wie eben. Und sieht schön aus, sieht nicht so matt aus. Es ist glowy, finde ich. Gut, zur Haltbarkeit kann ich jetzt natürlich noch nicht viel sagen. Ist jetzt auch erst ein First Impression. Farbe, wie gesagt, passt super momentan. Ich glaube, das wird die hellste Farbe sein. Steht jetzt 16R101. Ich denke, das wird die Farbe sein. Ja, sieht auf jeden Fall so ganz gut aus. Hat gut abgedeckt. Also ich finde die Deckkraft ganz gut. Hat sich bis jetzt auch noch nirgendwo so doof reingesetzt. Also es sieht nicht irgendwie... Es betont keine trockenen Stellen besonders, also bis jetzt noch nicht. Das kann sich natürlich auch noch ändern. Aber insgesamt, finde ich, sieht das Ergebnis erstmal sehr gut aus für eine, Drogerie-Foundation vor allem Ding. Ja. So, ich habe jetzt mal ein paar Sachen off-camera gemacht, welche ich halt schon länger besitze und keine First Impression dazu mache. Jetzt geht es allerdings weiter mit den Augen und zwar habe ich da von Love, da habe ich mir mehrere von gekauft, also da kommen noch ein paar First Impressions, ich habe insgesamt drei davon, aber als erstes möchte ich diese hier testen. Von Love die Eyeshadow Palette Ultraviolet. Ist gerade schlecht mit dem Licht, so sieht die aus.
Von der Verpackung finde ich es jetzt nicht so mega, dieses Plastik. Sieht jetzt auch nicht so edel aus. Finde ich, gibt es sonst bei Love eigentlich schönere Sachen. Aber das soll uns nicht davon abhalten. Hat einen großen Spiegel, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und das hier sind die Farben davon. Und ich finde die sehr, sehr schön. Sieht sehr vielversprechend aus. Habe sie, wie gesagt, noch nie ausgetestet und bin jetzt sehr, sehr gespannt. Weil Love ja nicht gerade eine sehr schlechte Marke ist, meiner Meinung nach. Und ja, ich gucke mal. Ich fange jetzt mal einfach an, gehe hier in einen lila Ton und blende das erstmal ein bisschen hier. Benutze das so ein bisschen als Transition Shade. Die Farbe ließ sich jetzt auf jeden Fall schon mal gut verblenden. Ist auf jeden Fall auch farbintensiv. Man kann sie natürlich noch aufbauen. Ich habe wirklich nur mit einem leichten, Pinsel reingegangen, damit das nicht so übertrieben ist für die Transition. Und jetzt gehe ich in den hellsten Ton und werde damit ein bisschen unter der Braue highlighten. Das hier ist dafür auch ganz gut geeignet. Der glänzt auf jeden Fall ein bisschen. Hier sind insgesamt zwei komplett matte Töne drin. Zwei so sehr metallisch glitzerige und der Rest ist so, ja, schimmrig. Das finde ich für mich immer sehr wichtig, dass auf jeden Fall matte Farben und schimmernde Farben, also klar, nur matt geht auch, aber am liebsten ist mir das, wenn eine Palette schön matte und schimmernde Farben hat. Komme ich damit irgendwie am besten zurecht, kann man mehr Looks machen, finde ich ganz gut. So, das gebe ich jetzt auch noch ein bisschen in den Innenwinkel. So. Als nächstes gehe ich, das ist eine gute Frage, in den sehr glitzerigen hellen Ton, den gebe ich hier innen weiter auf. Vielleicht kann man den auch besser mit dem Finger auftragen, obwohl geht so auch. Ja, geht so auch, seht ihr das? Und dann gehe ich in den anderen sehr krassen lila Ton mal rein. Wow. Wow, der ist krass. Wow. Nice. Richtig, richtig gute Pigmentierung. Wow. Sieht richtig schön strahlend leuchtend aus. Das blende ich jetzt ein bisschen. Und gehe jetzt in einen dunkleren Ton bzw. mische zwei Töne, um das Außen ein bisschen auszuschattieren. So, das Ganze übertrage ich jetzt so auch noch ans untere Lid. Das wird jetzt da auch noch verblendet und dann ist das Augen-Make-up eigentlich schon so gut wie fertig. Also kurz zu der Lidschattenpalette. Ich finde die Farben sehr, sehr gut. Also klar, das ist jetzt nur eine Palette, wo man halt so, es ist halt ein lila Schema, klar. Sind nicht so mega viele Farben, aber die Farben sind gut pigmentiert, man kann sie aufbauen. Es ist von allem was dabei, helle Töne, also es wurde an alles gedacht, finde ich. Da ist auch noch ein Schwarz drin, also ich finde hier in dieser Palette wurde an alles gedacht und ich kann die euch nach dem ersten Benutzen sehr ans Herz legen, würde ich sagen. Als nächstes habe ich eine Mascara, die ich noch nie getestet habe, und zwar von CRT, die Wonder Wand Mascara. So sieht die aus. Die war mal in einem Adventskalender, wenn ich mich nicht täusche, und die werde ich jetzt einmal testen. Das Bürstchen sieht hier so aus. Sieht eigentlich ganz gut aus, dieses Bürstchen. Also eigentlich mag ich solche, aber wir werden mal schauen. So, Wimpern sind fertig getuscht. Ich muss mir das Ergebnis mal gerade selber richtig von nahen in einem Spiegel angucken. Vom Auftrag hat sie mir jetzt
so nicht so mega gefallen, aber das Ergebnis, ja, ist jetzt nicht super spektakulär, aber vielleicht seht ihr es so ein bisschen von der Seite. Sie sind länger geworden, sie sind ein bisschen aufgefächerter, aber es macht jetzt kein Wow-Ergebnis. Aber dennoch ganz schön, werde ich auf jeden Fall, denke ich, noch weiterhin benutzen. Aber wie gesagt, ich habe andere, die ich noch bei Weitem besser finde. Als nächstes kommen wir zu einem Produkt, worauf ich mich schon sehr freue. Und zwar ebenfalls von Love, Love Illusion Holographic Highlighter Palette. So sieht die aus. Die habe ich mal damals im Müller gekauft. Die sollte 14 Euro kosten. Und da gab es irgendwie 50% auf alles aus dem Love-Sortiment. Hat mich dementsprechend so um die 7 Euro gekostet. Und da habe ich auf jeden Fall zugeschlagen, weil ich stehe ja irgendwie auf so Holo-Highlighter-Paletten. Ich habe ja auch diese teure von Kat Von D. Wie heißt die denn nochmal? Oh Gott, ich habe vergessen, wie die heißt. Man benutzt die natürlich nicht so oft, aber irgendwie finde ich es cool, sowas zu haben. Ich spiele damit ganz gerne mal und ich benutze die tatsächlich auch ganz gerne mal auf Partys. Und ich benutze jetzt diesen Ton, der geht so ein bisschen ins Lila, der geht ein bisschen ins Grün und der so ins, ja, rosafarbene Peach. Und ich benutze jetzt diesen Lila-Ton und highlighte so ein bisschen mein Gesicht damit. Auch die Nase. Also ich ich hatte das schon mal zu einem blauen Augen, oder was auch ein lila Augen-Make-up, ich weiß es nicht mehr, es sah richtig cool aus, so ein bisschen spacig, aber ich fand es richtig, richtig genial, als ich dann diesen lila Holo-Highlighter noch hatte, also jetzt nicht von dieser Palette, sondern von der Kat Von D Palette, das sah schon echt cool aus. Natürlich total Geschmackssache, ich meine, seht ihr, es leuchtet halt jetzt super lila, aber ich finde es halt irgendwie total cool. Also Highlighter-Palette jetzt schon richtig, richtig cool. Ihr seht das, denke ich, ganz gut in der Kamera. Sieht richtig cool aus, gerade zu diesem Augen-Make-up jetzt halt. Deswegen habe ich die passend jetzt dazu ausgesucht, weil passt jetzt ganz gut zu der Palette, weil wann soll ich sonst zu was sonst testen? Als nächstes habe ich etwas von Tarte und zwar einen Lippenstift. Ich weiß nicht, was die Katze wieder will. Die hat wieder ein paar Sorgen. Set Sail ist die Farbe und den werde ich jetzt mal ausprobieren. Das ist die Farbe, ist so ein bisschen nude, ein bisschen dunkler, wird, denke ich, jetzt hiermit ganz gut harmonieren. Also fühlt sich richtig gut an im Auftrag, ich finde die Farbe auch sehr schön. Normalerweise würde ich jetzt zu diesem Look eher ein Gloss tragen oder halt nochmal so was knallig Lilanes, um es richtig krass zu machen. Hatte ich nämlich damals, da hatte ich von NYX diesen Buttergloss in der Farbe, wie heißt der denn nochmal? Weiß ich nicht, diesen richtig, richtig knallig Lilanen. Werdet ihr bestimmt kennen, beziehungsweise schon mal gesehen haben. Das sah halt richtig cool aus. Diese Lippenfarbe ist jetzt relativ nudig, aber trotzdem auffällig. Ich würde dazu vielleicht ein bisschen was Dezenteres bevorzugen. Und zu guter Letzt habe ich etwas von Essence und zwar Glow to Go Illuminating Setting Spray. Das werde ich jetzt mal, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Glow und Glitzer und Strahlen zu verleihen, werde ich das jetzt testen. Ich schüttel das einmal und werde das dann auftragen. Beziehungsweise sprühen, in mein Gesicht sprühen. Okay, ich bin gespannt. So. Sprühkopf war, glaube ich, ganz okay. Gucke ich mir jetzt auch nochmal im Spiegel an. Nicht, dass ich da so riesen Flecken jetzt habe. Ich habe hier, seht ihr das? Da ist so ein riesen Fleck. In meinen Haaren sieht man es auch. Aufgekommen, das finde ich immer nicht so gut. Hier oben. Okay, Sprühkopf durchgefallen, sage ich mal. Ich weiß nicht, sieht irgendwie tatsächlich nicht so schön vom Nahen aus. Ich weiß nicht, wie es vom Weiten jetzt in der Cam aussieht, aber wenn ich jetzt ganz nah mit dem Spiegel rangehe, sehe ich Glitzerpartikel tatsächlich und es sieht einfach ganz komisch auf der Haut aus, muss ich sagen. Also ich glaube, die Setting Spray werde ich beim nächsten die Klatter rauswerfen. Beziehungsweise vielleicht einmal noch vorher testen, aber um ganz ehrlich zu sein, vom Weiten, da kann ich jetzt noch nicht sagen, werde ich nachher vielleicht mal sehen, wenn ich schneide, ob das da gut aussieht.
Aber vom Nahen finde ich es absolut gar nicht schön, setzt sich komisch aus der Haut ab. Betont alles, also nee, weiß ich nicht. Ganz komisch und dann halt diese Punkte. Nee. Nee, auch durchgefallen. Also mein Fazit schon mal, diese zwei Produkte für mich komplett durchgefallen. Der Rest war super gut, werde ich gerne weiter testen. Gerade die Lidschattenpalette, also und die Highlighterpalette, die beiden Sachen von Love finde ich sehr gut. Den Tatlippenstift super. Foundation werde ich noch ein paar Mal öfter probieren, aber die sieht soweit auch ganz gut aus. Ich habe aber eben gesehen, sie hat sich ein bisschen hier an der Nase abgesetzt. Da habe ich halt immer so trockene Stellen. Da setzt sie sich ab, aber das tun bei mir fast alle Foundations tatsächlich. Von daher, mein Gott, da stehe ich drüber. Aber ansonsten gefällt sie mir, glaube ich, ganz gut. Und das war das First Impression Video zu diesen Produkten. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mir machen diese First Impression Videos sehr viel Spaß. Ich lege immer alles, was ich neu habe, aus Boxen oder mir gekauft habe, tue ich in so ein Körbchen rein und dann suche ich mir nachher für einen Look ein paar Sachen raus, wie ihr jetzt gesehen habt. Und ja, schminke mich damit. Also es doch, ist natürlich was Gewagteres, aber bei mir seht ihr halt ein bisschen verschiedenere Looks, nicht immer nur so ganz normal, stinklangweilig. Das trage ich jetzt schließlich auch nicht, das wisst ihr ja eigentlich. Ich trage natürlich auch solche Looks und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, ciao!